Wie könnte es anders sein, gibt es in Shadow of the Tomb Raider auch jede Menge Schatztruhen zu finden. Wie er an diese kommt und wo er sie findet, erfahrt ihr im folgenden Video. Insgesamt gibt es 7 verschiedene Schatztruhen, die in der gesamten Welt verteilt sind. Da die Kisten sich jedoch ohne weiteres nicht öffnen lassen, müsst ihr in Besitz eines Dietrichs kommen. Diesen bekommt ihr in der Nebenquest Takis Jadewürfel in der Region Verborgene Stadt. Dort müsst ihr mit Taki in der Nähe des Marktplatzes ins Gespräch kommen. Der Junge möchte von euch, dass ihr seinen Würfel holt. Gesagt, getan, macht ihr euch auf in den südwestlichen Teil der Stadt, wo ihr auf Pisco trefft. Dieser schickt euch nach einer kurzen Unterhaltung weiter, um mit 5 Verstoßenen zu reden. Anfänglich sind auf der Karte nur 4 markiert, doch der 5. wird freigeschaltet, sobald ihr die anderen erledigt habt. Drückt einfach den rechten Stick, um euren Überlebensinstinkt zu aktivieren. Der letzte Ausgestoßene ist eine Händlerin, bei der ihr die Dietriche kaufen könnt. Nun seid ihr für die Geheimtruhen bestens gerüstet und wir zeigen euch, wo ihr sie auf der Karte finden könnt. Truhe Nummer 1 befindet sich in der verborgenen Stadt hier. Für Truhe Nummer 2 müsst ihr in die verborgene Stadt unter dem Bootssteg tauchen. Im peruanischen Dschungel findet ihr Truhe Nummer 3 in einer Höhle an der Steilwand. Truhe Nummer 4 befindet sich in einem Haus in der verborgenen Stadt. Um zu Truhe Nummer 5 zu gelangen, müsst ihr in San Juan eine kurze Schwimmeinlage hinlegen und einen Felsen erklimmen. Seht euch die Karte genau an. In Kuwakyaku müsst ihr eine lange Taucheinlage einlegen, um an Truhe Nummer 6 zu gelangen. Die letzte Truhe befindet sich ebenfalls in Kuwakyaku. Springt einfach vom Bootsteg, entfernt unter Wasser die Bretter und taucht zur finalen Truhe. Wenn der Guide für euch hilfreich war, abonniert den Kanal, läutet die Glocke und gebt uns ein Like. Schaut auch gerne mal auf unserer Website unter www.games.de vorbei. Viel Spaß beim Daddeln und ich sehe euch im nächsten Video.